Die große Frage ist, wie können Menschen wie du und ich trotz ADHS ein erfolgreiches Leben führen? Dazu gehört Konzentration und Lernen, Selbstorganisation und Gelassenheit. Ich bin Elias Münzen und gebe dir hier die Antwort. Willkommen in der ADHS Success Show. Hey ADHS-Athleten, in dieser Folge erfährst du, warum du eine Minute in der Zukunft leben solltest, um Emotionen zu kontrollieren, bevor sie dich kontrollieren. Erstmal schauen wir uns an, was bedeutet Trigger. Das kommt einfach aus dem Englischen, bedeutet Auslöser. Und du kennst es bestimmt bei gewissen Liedern. Wenn du einfach dieses Lied im Radio hörst, bekommst du einen Ohrwurm und musst einfach mitsingen. Und so ist es eben auch bei uns ADHS-Athleten. Wenn bei uns ein Trigger aktiviert wird, bringt dich diese Trigger von deinen Zielen ab. Und du kannst es dir vorstellen, als ob du mit einem Auto fährst und plötzlich kommt ein Schlagloch und vielleicht platzt dein Reifen. Du wirst ausflippen, wenn du das Geräusch hörst. Der Fokus richtet sich nun von deinem Ziel ab, sofort aufs Überleben gerichtet. Du willst nur noch auf die Seitenstraße fahren. Wenn das Schlagloch zu tief ist, wird der Tag sogar vorbei sein. In der ADHS-Welt kommen Trigger aus dem Nichts und treffen uns auch sehr hart. Sie können Stunden, Tage, Wochen ruinieren, Beziehungen, Partys oder Dates zerstören. Zum Glück gibt es Strategien, wie man mit diesen Triggern umgehen kann und die Trigger kontrolliert. Wir schauen uns hier verschiedene Trigger an. Manche kommen dir vielleicht unbekannt vor, aber manchen erkennst du dich wieder. Wichtig ist einfach zu wissen, wie man die Ursache von egal welchem Trigger bekämpft. Du wirst erfahren, wie du Situationen, Events, Beziehungen oder Orte erkennst, die zu Triggern führen und wie du sie klug vermeidest, um gelassener und glücklicher zu sein. Trigger gibt es in jedem Lebensbereich. Im Beruf, in Beziehungen, im Bereich der Gesundheit etc. Oft haben alle Trigger eine große Gemeinsamkeit. Stelle dir vor, dein Küchenboden ist voller Wasser und du wischst den Boden, doch es wird nicht weniger. Dann entdeckst du, dass das Wasser von der Spüle kommt und drehst den Hahn zu. Der Wasserhahn repräsentiert die Gemeinsamkeit aller Trigger. Hast du diese identifiziert, kannst du jeden Trigger in jedem Lebensbereich eliminieren und entspannter leben. Schauen wir uns dazu mal ein paar Beispiele an. Es gibt berufliche Trigger. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich um 12 Uhr aufstehe, fühle ich mich extrem unproduktiv und faul. Ich schaue auf die Uhr und denke mir, andere arbeiten ja schon längst. Und ich weiß persönlich, dass ich von 8 bis 10 Uhr am produktivsten bin. Dann habe ich schon mal dieses miese Gefühl und fühle mich einfach ungut. Es führt dann dazu, dass ich beim Frühstück trödel, nur einfache Sachen erledige, nichts Wichtiges mache, aufschiebe, dann vielleicht noch Koffein trinke, weil ich dann am Abend die unproduktive Zeit wieder nachholen will und denke, das macht jetzt voll viel Sinn, in der Nacht zu arbeiten, was völliger Quatsch ist. Dann trinke ich noch mehr Koffein, werde immer müder und der Teufelskreis hört nicht mehr auf. Heute stehe ich früh auf, arbeite produktiv und fühle mich unaufhaltbar. Doch wie habe ich das gemacht? Ich bin einfach in die Vogelperspektive und ich habe mich gefragt, warum passiert das? Ich habe dann gemerkt, dass ich abends lange YouTube-Videos geschaut habe. Mein Körper bemerkte das grelle Licht und er hat halt gedacht, die Sonne scheint. Er hat kein Melatonin ausgeschüttet. Also das ist ein Hormon, was einen müde macht. Ich bin nicht müde geworden. Ich habe dann zu viel Kaffee getrunken. Das waren so die Hauptgründe, warum das passiert ist und warum dieser Trigger immer wieder ausgelöst worden ist. Ich habe mich dann also entschlossen, diese Faktoren zu eliminieren und zwinge mich jetzt immer um 21 Uhr ins Bett zu gehen. Was Ruhiges zu lesen, ich habe so eine Brille, die dieses grelle blaue Licht filtert. Das heißt, ich ziehe diese Brille auf, die sieht richtig komisch aus. Kann ich ja mal ein Bild auf Insta posten und auf jeden Fall schaffe ich es dann, dieses helle Licht zu vermeiden und mein Körper wird müde und ich zwinge mich so, diesen Trigger zu vermeiden. Es gibt natürlich auch Trigger im Privatleben. Ein Trigger, der mich immer wieder ausrasten lässt, erscheint, wenn ich mit meinem Bruder über das ADHS-Success-Projekt spreche. Er erledigt die ganzen technischen Sachen bei uns, wie Websites bauen und er macht es echt wunderbar. Also er ist Programmierer. Manchmal ist er eben nicht so motiviert wie ich, weil er arbeitet einfach nicht so gerne wie ich. Dann sage ich ihm, ich würde gerne Samstag mit dir an unserem Projekt arbeiten und ich brauche dich, weil das Projekt sehr groß ist. Er sagt dann, er will mehr Freizeit haben und fährt das Wochenende weg. Als er das dann gemacht hat und zurückkam, war ich so genervt, weil ich alles alleine machen musste, dass ich ihn dann dumm anmachte, obwohl ich das gar nicht wollte. Und am Ende haben wir beide gestritten, wir wussten, es war unnötig, wir haben uns beide schlecht gefühlt und der Tag war für uns beide ruiniert sozusagen, weil da ist einfach diese negative Stimmung vorhanden. Und ab diesem Zeitpunkt lebe ich immer eine Minute in der Zukunft. Was heißt das überhaupt, fragst du dich bestimmt. Das ist ein ganz cooles Konzept und ich erkläre es dir kurz. Ich überlege mir vorher, welche Auswirkungen hat mein Verhalten in einer Minute, 10 Minuten, eine Stunde und einem Tag. Wir steigern uns nämlich so oft in eine Emotion rein und vergessen die Konsequenzen. Wenn du dich allerdings fragst, was passiert in einer Minute, wenn ich meinen Bruder dumm anmache? Er wird sicherlich verletzt sein und gar nicht mehr mit sich reden lassen und sich so fühlen, als ob ich ihn nicht verstehe. Ich versuche also nicht mehr, meine Mitmenschen zu kontrollieren, denn das geht einfach nicht. Ich kontrolliere meine Reaktionen auf ihr Verhalten und ich versetze mich in ihre Lage. Mein Bruder braucht eben mehr Freizeit, um produktiver zu arbeiten als ich. Und das muss ich einfach akzeptieren und dann passiert das nicht mehr. Frag dich also immer, was sind deine Trigger,
und wie kannst du diese vermeiden? Und frag dich dann auch immer, was passiert in einer Minute, vielleicht auch in 30 Minuten, in einer Stunde? Welche Konsequenzen hat das, wenn ich mich da jetzt so reinsteige? Das ist echt mächtig. Ich freue mich, wenn du es nutzt und mir mal schreibst auf Instagram, adhs.success heiße ich da, wie es geklappt hat. Wenn du also ein ADHS-Athlet werden willst, dann musst du herausfinden, welche Situation dich antriggern. Ist es vielleicht ein unordentlicher Tisch? Ist es Alkohol? Es ist dieser eine negative Freund oder Freundin. Finde es heraus und ersticke den Trigger im Keim, denn sonst nagt dieser Gedanke durchgehend an dir und du kannst dich nicht auf den Moment konzentrieren. Wenn du das hier umsetzt, wirst du glücklicher, beliebter und entspannter leben. Zudem wirst du deine kühnsten Ziele erreichen. In der nächsten Folge erfährst du, warum die Welt ohne hochsensible Menschen kaputt gehen würde. Denn diese Frage hat mir mein Weg zur Ritalinfreiheit auf Instagram gestellt, die Nicole, und die beantworte ich natürlich gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.